herzlich willkommen in meiner zweiten Lektion, wo ich euch zeigen möchte, was Unterdruck bedeutet. Ohne Unterdruck werdet ihr nie drucklos singen können. Unterdruck ist Voraussetzung, dass Zwerchfell und die Stimmlippen in die richtige Schwingung kommen. Wenn ich über Unterdruck spreche, verwende ich das Bild von einem Staubsauger. Staubsauger zieht die Luft nach innen mit Kraft, mit Energie. Genauso werden wir heute zwei Teile von unserem Körper wie eine Röhre benutzen von einem Staubsauger. Das wäre der Nabel und der After. Noch so komisch es tönt, mit Humor kommt man schneller ans Ziel. Zuerst 10-mal ausatmen mit der Nase und Nabel arbeitet nach außen. Das ist die Gegenübung von der richtigen Übung. Also, mit Spaß! Jetzt setzen wir in der Vorstellung eine Röhre, eine Düse von einem Staubsauger, der zieht mit gewaltiger Kraft die Kraft nach innen. So atmen wir mit der Nase ein. Achtung, die Luft fließt ganz schmal unter dem Nasenhaut. Der Nabel arbeitet nach innen. Je stärker die Staubsaugerenergie nach innen fließt, desto mehr wird die tiefliegende Muskulatur mitgezogen, wodurch das Zwerchfell richtig eine Stütze für den Ton gibt. Jetzt, zweiter Teil ist After. 10-mal Pobacken öffnen, damit die Röhre der Staubsauger in der Vorstellung die Luft nach außen blasen kann. Jetzt setzen wir im After eine Düse von dem Staubsauger wieder ein und diese Röhre zieht mit gewaltiger Energie die Luft nach innen. Dann werdet ihr euren Beckenboden richtig im Schwung bringen und wiederum die Stütze wird gewährleistet. Mit der Nase einatmen, dünn unter dem, schmal unter dem Haut von der Nase die Luft ziehen. Ich zeige euch gleich eine Übung, wie es tönt, wie es ausschaut, wenn ich so singe. Also Nabel arbeitet nach innen und auch After arbeitet auch nach innen. Ma, 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 ma. Und jetzt, zuletzt, zeige ich das auch in einem Lied von Haydn. Kleine Angehörigen, Freundschaft, Achtung, beides dir. So, wenn ihr heute wieder Freude in meinen Übungen hattet, bitte abonniert mich und macht ein Like. Ich habe noch ein Buch, das Buch heißt Supraleitung, der Weg zur Mitte. Dieses Buch beinhaltet ähnliche Übungen. Ihr könnt das Buch überall kaufen und ich würde mich freuen, wenn ich euch bald wieder hier begrüßen könnte.